Hier kann man auch sehen, ist Öl und Benzin drin. Oh ja. Ein bisschen Schwund ist immer. Heute zeige ich euch mal die Werkstatt im Camp Sonic. Die seht ihr hier hinter mir, das ist der Eingang. Da ist ein Zelt drüber gespannt und innen drin sieht es eigentlich aus wie in einer Autowerkstatt. Und in dieser Autowerkstatt arbeiten Zivilisten. Das ist mir ein wichtiges Thema auch mal anzugehen, denn mir war vorher gar nicht so bewusst, dass auch wirklich viele Zivilisten hier im Einsatz für die Bundeswehr sind. Manchmal kommt es auch vor, dass Beamte in den Einsatz gehen, die bekommen dann aber eine Uniform und auch Dienstgrade und dann kann man die praktisch nicht mehr unterscheiden. Aber wir werden heute zwei Zivilisten, also Angestellte der Bundeswehr kennenlernen, die hier auch nicht uniformiert arbeiten und die haben einen wichtigen Job, nämlich Kfz-Mechatroniker, also die machen hier alle unsere Autos fit und sind vom BW Fuhrpark. Lassen wir uns mal überraschen und ich freue mich gleich auf die Jungs. Moin! Was machen wir denn heute genau? Also ich bin der Henrik, 27 Jahre alt und ich bin vom BW Fuhrpark und wir kümmern uns um die Y-Fahrzeuge. Und von den Fremdermietungen. Okay, du bist ja jetzt hier als Zivilist im Einsatz. Ist vielleicht für manche auch ein bisschen komisch, weil alle denken immer, Soldaten gehen nur in den Einsatz. Ja. Aber das hier ist auch nicht dein erster, ne? Nee, das ist mittlerweile schon mein sechster. Ich mache das jetzt schon seit letztem Jahr im Mai. 8 Wochen hier und 3,5 Wochen zu Hause. Und das geht jetzt noch bis Ende des Jahres und dann geht's wieder nach Hause. Was musst du jetzt hier eigentlich genau machen bei den jordanischen Autos, die wir hier in Miete haben? Also wir sagen uns, wir hören bei den jordanischen Autos auf, bevor wir anfangen zu schwitzen. Was heißt das? Also sprich, mal einen Luftfilter wechseln, Scheibenblätter wechseln oder mal eine Batterie tauschen oder sowas. Halt kleine Sachen. Die Bundeswehr fordert ja SUVs an, Pickups, wie auch immer. Der Autovermieter stellt dann halt dementsprechend Autos für uns hin. Okay. Und die müssen wir dann halt einfach nehmen, ne? Es sei denn, die sind so eine Fritten. So kaputt, dass wir sagen, die wollen wir nicht. Ja. Und dann bringen die uns halt andere. Ne? Okay. Die Nico, hast du das schon mal gesehen? Komm mal her. Guck mal den Keilriemen an. An 3 Stellen. Das sieht aus, als ob der da zusammengenäht ist, so ungefähr. Guck mal. Ja. Da habe ich ja noch nie gesehen bei den Kisten. Da. Siehst du die Fransen? Ja, muss neu. Ja, ja. Das ist an 3 Stellen. Schreib mal dem Herrn Samur. Ja, machen wir nachher. Ja, dann machen wir immer Fotos und dann schicken wir die denen. Das ist jetzt aber ein Jordanier, den ihr dann über WhatsApp kontaktiert oder was? Das ist Europcar selber. Europcar selber. Die wir dann selber bei WhatsApp schreiben, ja. Den schreiben wir dann selber, ja. Ist ja eine gute Kommunikation auf jeden Fall scheinbar, ne? Wenn das so ja, easy geht. Ja, das geht auch tatsächlich sehr zügig. Da sind die sehr flexibel. Die kommen dann oben ans Main Gate. Und dann wird da das eine oder andere denn auf dem Schotter gemacht. Das ist auch nicht so schön. Was ist da? Wenn du mal guckst, hier sammelt sich der ganze Dreck. Ja. Sprich, das ist alles voll Öl. Und wenn du hier guckst, da ist nichts. Ah, nix. Da ist nix, ja. Ja, was machen, ob die das sauber machen? Die machen das nicht zum deutschen Standard, sag ich mal. Ne? Aber wir können es ja nicht ändern, wir müssen das nehmen, was wir haben. Aber die bessern auch gerne nach. So ist halt nicht, wenn wir damit nicht zufrieden sind. Henrik, kannst du mal kurz gucken? Ja, ich bin der Nico. Ich bin 26 Jahre. Das hier tatsächlich mein erster Einsatz. Und ich bin auch seit knapp einem Monat beim Fuhrpark. Das ist unser Buggy. Das ist ein Polaris Ranger. Der war auch schon in Afghanistan. Wir fahren damit halt hier auf der Base rum und der kriegt auch jeden Monat einen Monatscheck. Machen wir jetzt hier. Das ist der Motor, ne? Genau, das ist der Motor. Da gucke ich jetzt, ob alles dicht ist. Der ist da ein bisschen am Schwitzen. Ja, mache ich jetzt sauber. Kontrolliere Öl. Guck mir das komplette Fahrwerk an. Mal den Unterboden, ob da irgendwas ist. Ja. Eigentlich genau. Same procedure wie bei dem anderen Auto. Genau, auch, ne? Der wird einmal komplett durchgecheckt. Wo sind die ganzen Fettpressen hingekommen? Hier. Was ist das jetzt hier, euer Lager oder was? Ja, hier haben wir Scheibenkleber drin, Öl, Bremsenreiniger. Das muss ja alles separat gelagert werden. Mhm.
Ist das denn eigentlich ein Unterschied zu einer deutschen Werkstatt? Seid ihr gut ausgestattet? Oder? Der einzige Unterschied ist, dass wir in einem Zelt sind. Ansonsten versuchen wir natürlich, so gut es geht, hier im Einsatz den deutschen Standard zu halten. Aber ja, ausgestattet sind wir eigentlich relativ gut. Ich meine, die Fahrzeuge fahren ja hier nur auf dem Flughafengelände rum. Ja. Ab und zu gibt es ein, zwei Fahrzeuge, die auch auf dem Gelände unterwegs sind oder in der Stadt. Aber ja, so im Flughafenbetrieb passiert jetzt nicht so viel. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht wie in Litauen oder sowas, wo die durch den Schlamm fahren. Ne? Ja. Wo wir übrigens auch sind. Fuhrpark ist auch in Litauen? In jedem Einsatz. Jeden, ne? Mhm. Ja. Also außer jetzt im Irak. Ja. Da sind zwar auch Fahrzeuge von uns, aber die steuern wir quasi von hier. Ah, okay. Und wenn da irgendwas anfällt, dann machen das die Soldaten selbst. Könnt ihr euch denn irgendwie aussuchen, in welchen Einsatz ihr dann geht? Oder ist das, wird das einfach festgelegt? Also ich habe mich auf jeden Einsatz beworben. Und danach wurde halt gesagt, wo Bedarf ist. Und dann bin ich halt dahin. So. Die Stahlflexleitung links scheuert ein bisschen, ne? Das heißt, ist da jetzt Handlungsbedarf? Eigentlich nicht wirklich, weil das Stahlflex ist. Aber wenn es also, wenn's noch weiter durchscheuert, dann würde ich es neu machen. Aber noch haben wir keine Undichtigkeit. Deswegen, ich nehme es auf jeden Fall auf. Und dreckig? Ja, der ist voller Benzin, den mache ich neu. Wenn wir den da haben. Hier kann man auch sehen, ist Öl und Benzin drin. Oh ja. Ein bisschen Schwund ist immer. Haben wir den neu? Ein bisschen Schwund ist. Der ist voller Öl und Benzin. So, ist fertig, ne? Ja, das war's jetzt. Alles klar?